Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Commented Collection. Ja, heute stellt uns der liebe Saumeister seine Sammlung vor, von mir kommentiert. Und was sich in der Sammlung befindet, was ich von der Sammlung und letztendlich von seinem Kanal halte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, hier haben wir einen schönen Sechselordner. Ich glaube, der hatte damals aber noch nicht die schwarzen Seiten. Genau, der hat durchsichtige. Und wir fangen an auf der ersten Seite. Wir haben einen Raigeki in Ultra Rare offensichtlich. Ihr seht schon, er trägt Handschuhe. Dazu werde ich mich dann nochmal im Fazit genauer zu äußern. Also Raigeki Ultra Rare, das war, glaube ich, entweder eine Dark Beginning oder eine Dark Revelation oder eine Retro-Pack-Version der Karte. Ich glaube, das sind die einzig beiden alten Versionen, in der eine Ultra-Rare Raigeki rausgekommen ist. Wenn es mal fokussieren würde, könnte man es... Ah ja, genau. Genau, Retro-Pack 1 ist, glaube ich, tatsächlich sogar die etwas wertvollere von beiden. Wobei beide Werte natürlich etwas gelitten haben, speziell auch aufgrund der Reprints der neuesten Zeit. Wir hatten die ja aus den Megatins und so weiter und so fort. Ich glaube, in irgendeinem Dupo oder Legendary Collection Kaiba auch noch. Da haben wir hier einen dunklen Magier. Auch der könnte theoretisch aus dem Retro-Pack sein. Oder natürlich aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Interessanter fände ich hier ja tatsächlich auch die Retro-Pack-Version, also quasi passend zu Raigeki, sehr schön. Finde ich auch cool, dass es die Retro-Pack-Version ist, nicht die LOB-Version. Passt einfach wesentlich besser als eben die LOB-Version. Und ich schätze dann auch, dass der Gaia auf der rechten Seite super rare ist und ebenfalls aus dem Retro-Pack stammt. Unten drunter haben wir natürlich auch nochmal die blauäugigen ultimativen Drachen. Ein Playset, wahrscheinlich auch die Retro-Pack-Promo. Ganz unten dann nochmal einen mystischen Djinn der Lampe, wahrscheinlich auch aus dem Retro-Pack, sowie ein Bein der Exodia und dann eben elegante Wohltäterin. Die letzteren beiden allerdings leider etwas demoliert, wenn man denn so möchte. Interessant oder beziehungsweise nice finde ich auch, dass er das Ganze hier so langsam macht. Das mag auf die eine oder andere Person vielleicht ein bisschen nervtötend wirken, aber für mich ist das ganz gut, wenn man das so macht. Ist übrigens auch, wenn ihr mal eure Sammlung auf meinem Kanal vorstellen wollt, relativ wichtig, dass ihr das nicht zu schnell macht, denn sonst komme ich mit dem Kommentieren nicht hinterher und kann gar nicht so viel dazu sagen, wie ich eigentlich sagen möchte. Denn wegschneiden kann ich hier, wenn ich weniger zu sagen habe, als gezeigt wird, immer noch, aber irgendwas hinzufügen, geht ja schlecht, ne? Wissen wir ja alle. So, dann geht's weiter auf der nächsten Seite. Wir haben hier erstmal einen blauäugigen Thundrachen. Scheint eine Rare zu sein aus dem, ja, Retro-Pack. Hier geht's wohl sehr Retro-Pack-lastig weiter. Auch eine mega coole Sache an sich. Ich finde, die Karte sieht in Rare auch wirklich relativ gut aus. Natürlich in Secret Rare noch eine Nummer besser. Aber fast sogar noch besser als in Super Rare. Ich finde, Rare passt fast noch besser als die Super Rare. Ist das jetzt alles Retro-Pack-Stuff? Es sieht danach aus, auch wenn das meiste leider nicht im besten Zustand ist, muss ich sagen. Ich weiß nicht, tut immer so ein bisschen weh, das dann zu sehen. Ich hoffe mal, dass das im Laufe der Zeit noch durch etwas schönere Exemplare ausgetauscht wird, die sich vielleicht nicht mehr in einem so demolierten Zustand befinden. Vor allen Dingen die Drachenflüche, die wir hier sehen, die sind ja wirklich hart beschädigt. Also, das ist schon... Wobei der hier geht eigentlich, aber der ist halt auch nicht mehr niemand. Aber die anderen beiden, die sind halt schon wirklich, wirklich kaputt. Aber Drachenfluch natürlich eine absolut ikonische Karte. Donnerdrache, ja, auch mega nice. War damals vor den ganzen Holoprints eine sehr beliebte Kamen gewesen, die auch einiges ging. Dann kommen wir zur nächsten Seite. Auch hier scheint es mir relativ Retro-Pack-lastig weiterzugehen mit, oh Gott, Gazelle war das, glaube ich, genau. König der mythischen Bestien. Alle aus dem Retro-Pack. Er hat offensichtlich hier versucht, das Set zusammenzusammeln. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob da noch die restlichen Holos kommen, die es in dem Set gab, oder ob er jetzt sich beim Rest auf Commons und Rares beschränkt. Ja, natürlich Hane. Sehr simpel designtes Artwork. Steigende Luftströme. Gaia-Kraft, auch cool, aber irgendwie weiß ich, alles halt irgendwie beschädigt. Ne? Es ist, wobei man natürlich auch sagen muss, ein bisschen schwierig, diese Karten
einem wirklich guten Zustand herzubekommen. Hier Krabbech, das Diener, tatsächlich auch eine sehr beliebte Kamin gewesen. Ging vor einem halben Jahr noch so 1,50 bis 2 Euro. Der aktuelle Wert ist mir allerdings nicht geläufig. Ob die jetzt gestiegen oder gesunken ist, ich vermute mal eher gesunken. Riesenkamin war auch mal so ein 50 Cent Kamin. Die Thunmeerjungfrau natürlich auch relativ wertvoll. Die Menschenfresserkäfer aus dem Retro-Pack, waren die nicht auch super rare? Da war ich mir jetzt gerade, ich weiß nicht, aber nee, ich glaube, die waren nicht super rare, die waren noch rare oder Kamen müssen die gewesen sein. Ich glaube eher Kamen. Okay, dann schauen wir auch direkt mal auf die nächste Seite. Also es ist sehr, immer noch sehr Retro-Pack-lastig. Mutter Grizzly, das sind natürlich alles so Karten, die findet man gerne mal in irgendwelchen Bulglots. Also man findet sie noch, sie sind tatsächlich nicht übermäßig selten, was die Commons und Rares angeht. Allerdings in guten Zuständen findet man sie nur noch sehr, sehr schwer. Wenn man allerdings so ein, keine Ahnung, so eine 10.000-Karten-Sammlung kauft für 250 Euro, das sind ja diese großen Lots, die man so kaufen kann, da finden sich in der Regel, wenn es ein guter Lot ist, ja, doch die ein oder andere gut erhaltene Retro-Pack-Kamen oder Retro-Pack-Rare. Kann wirklich sehr cool sein. Unten sehe ich schon den Porkömmling Goblin, die ist natürlich einiges wert, die ist ja auch extrem spielbar. Die geht ja auch als Kamen ihre 2-3 Euro, leider Gottes natürlich bis auf die links unten, glaube ich, alle relativ ramponiert. Das ist so, ich weiß nicht. Da blutet immer so ein bisschen mein Sammlerherz, muss ich sagen, wenn ich dann sehe, dass solche Karten nicht mehr in einem guten Zustand sind. Aber ich meine, wir wissen ja alle, wie das früher war. Man hat die Karten in der Hosentasche, in der Jackentasche transportiert. Man hat sie ohne Hülle gemischt. Hoppla, dann sind sie mal runtergefallen. Hopp, jetzt bin ich draufgetreten. Nach dem Knick, ach, was soll's. Oder dann hat man auch in der Schule so ein schönes Spiel gespielt, hat man die Karten in der Mitte geknickt, hat sie auf den Tisch gelegt und dann mit der flachen Hand daneben gehauen. Und wer es geschafft hat, diese Karten durch den Luftstoß auf den Rücken zu hauen, hat sie dann bekommen. Da sind lauter geknickte Karten gehabt. Das hat man mit allem gemacht. Egal, ob das jetzt der Emporkömmling Goblin war oder irgendeine super tolle Holo-Karte, das war uns damals als Kindern vollkommen wurscht. Nachträglich betrachtet natürlich schon traurig. Okay, Gaia, zorniger Ritter aus dem Retro-Pack, auch sehr, sehr schön. 1003. Also ich muss schon sagen, diese Packs hatten schon was. Es waren schöne Reprints, es waren schöne alte Karten, die man dann hier nochmal bekommen hat aus verschiedensten Sets. Teilweise natürlich auch in alternativen Raritäten. In Raritäten, die halt ein bisschen downgegradet wurden oder auch abgegradet wurden, je nachdem. Fand ich mega cool, finde ich mega cool. Ich finde auch diese Hüllen, die er hier hat, mega schön. Das sind diese 20th Anniversary Hüllen aus dem OCG. Tatsächlich, ich glaube offiziell, doch, die gab es tatsächlich so, glaube ich, sogar offiziell bei uns. Da gab es ja auch einen Ordner dazu. Aber im OCG halt noch wesentlich früher. Okay, dann haben wir hier Maske der Beschränkung, war auch mal sehr lange sehr spielstark. Da hat die Kamen auch so 2-3 Euro gekostet, mittlerweile nicht mehr. Gortz, der Gesandte der Finsternis. Ja, das ist die Retro Pack Secret Rare aus dem Retro Pack 2. Die wurde hier als Promo beigelegt. Also den Wert habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt. Das war aber mal ganz, ganz lange Zeit so eine 2 Euro Secret Rare. Und ja, ob die jetzt gestiegen oder gesunken ist, sei mal dahingestellt. Ich denke aber mal, dass sie tendenziell natürlich eher steigen wird, da sie natürlich alt ist und natürlich mit fortschreitender Zeit auch immer seltener wird, vor allen Dingen in einem guten Zustand. Also ich muss sagen, das ist ein sehr themenbezogener Ordner, Retro-Pack 1 und 2. Ich finde den Ordner auch tatsächlich wirklich schön, wahrscheinlich nach Nummern sortiert und aufgebaut. Das Einzige, was mich halt ein bisschen traurig macht, sind die Zustände. Also wenn der Ordner vielleicht also ein anderer Ordner hergenommen worden wäre, wo keine durchsichtigen Hüllen drin sind, sondern halt schwarze, weil das halt wesentlich edler aussieht und die Karten halt in besseren Zuständen gewesen wären, dann wäre das natürlich noch ein wesentlich größerer Hingucker gewesen. Allerdings, was ich sehr gut finde, ist, dass hier einheitliche Hüllen benutzt worden sind. Ja, der nächste Ordner. Au, 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 au. Was ist das denn? Ach du Kacke, Cyberfinsternisknochen. Von der Karte ist aber auch nicht mehr viel übrig. Aber sehr cool. Roter Leuchtfeuer Metalldrache in Ultimate Rare. Tatsächlich eine der schönsten Ultimate Rare Prints der Neuzeit, in Anführungszeichen. Als es denn noch Ultimate Rares gab. Wirklich, wirklich sehr schön. Es fokussiert halt gerade leider nicht, aber ein Ultimate Rare ist die Karte ein absoluter Hingucker. Auch als Ghost Rare wirklich sehr schön. Wobei ich finde, dass sie tatsächlich als Ultimate Rare noch wesentlich besser zur Geltung kommt als Ghost Rare. Mega, mega schön.
Auch eine Erstauflage, versteht sich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, genau, mega cool. Dann haben wir natürlich noch die Nummer C39 Utopia Strahl. Sieg, auch eine coole Karte. Die Kaiserin der Prophezeiung, glaube ich. Nee, nicht Miskat, sah aber fast wie eine aus. Okay, jetzt hole ich hier den Cyberknochen raus. Da wäre ich wirklich vorsichtig, weil so wie der aussieht, zerfällt er bald zu Staub. Das ist ja nicht mehr normal. Alter, ist die kaputt. Alter, ist die kaputt. Ach, du Kacke. Ach, das tut weh, Leute, das tut weh. Ich hatte tatsächlich mal einen im ähnlichen Zustand, den habe ich, glaube ich, irgendwann mal verkauft oder so. Den habe ich sogar noch für einen Fünfer wegbekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, das ist wirklich schmerzhaft. Also das ist wirklich, oh, das tut richtig weh. Wir haben da an der Seite noch den Knochenbrecher. Ist vielleicht erwähnenswert dahingehend, dass das eigentlich eine absolute Random-Ulti ist, aber aktuell ungefähr 13 € geht. Es gibt momentan wirklich sehr, sehr viele, in Anführungszeichen, Random-Ultis, die sauteuer geworden sind, also wirklich 50, 60 €, wo vorher 1 € ging oder so. Kann zwei Gründe haben. Entweder ist die Karte einfach gestiegen aufgrund einer erhöhten Nachfrage oder irgendjemand hat alles auf Market aufgekauft, was nicht so nagelfest war. Ja, kann natürlich auch sein. Ja, lieber Sau, ne? Die Handschuhe sind hinderlich. Ja, dann haben wir natürlich nochmal den Urritter von Kurkimairo, ist auch eine sauschöne Karte. Jetzt holt er hier natürlich Nummer C39 raus. Die können wir uns vielleicht auch nochmal genauer angucken. Die hat leichte Abnutzungserscheinungen, sieht aber noch ganz okay aus. Der Fokus will mal wieder nicht. Ach komm, komm, lass uns die Karte schön sehen. Ist ein Handy wahrscheinlich, naja, sieht man in der Spiegelung, dass das eine Handycam ist. Ja, Nummer 1039, Utopia Strahl ist halt wirklich eine unglaublich schöne Karte, eine meiner Lieblings-Utopias tatsächlich. Und ja, wie bereits gesagt, auch die Kaiserin der Prophezeiung, eine äußerst, äußerst schöne Karte. Ja, dann eine leere Seite, sehr cool. Okay, dann haben wir hier nochmal eine Ultimate Rare. Oder sind das sogar zwei? Könnte sein, aber die eine kennt man kaum als Ultimate Rare, das war aber bei den älteren doch ganz normal. Okay, das war ein relativ kleiner Ordner, würde ich mal sagen. Gerade mal eine Seite voll. Oh, jetzt packt er aus. Jetzt haben wir einen Ringbinder. Schauen wir mal, was wir hier so haben. Okay, oben ein bisschen moderneres Zeug. Zumindest was die ganz rechte Karte angeht. Schnappstrahl auch gut. Ist die First, man kann es nicht erkennen, aber ich glaube, die ist unlimitiert. Trihorn Dragon natürlich auch mega nice, also dreihörniger Drache aus LOB Unlimited, sieht aber tatsächlich vom Zustand recht gut aus. Schwarzer Totenkopfdrache, wahrscheinlich aus Dark Beginning, ein wenig mitgenommen, aber auch noch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also es ist bisher so eine Sammlung, die durch einige Stücke glänzt, die tatsächlich in einem relativ guten Zustand sind. Das Ganze wird aktuell natürlich nur etwas durch die Zustände der anderen Karten getrübt. Also hier sind natürlich wirklich sehr, sehr viele Karten drin, die halt leider Gottes in einem etwas weniger guten Zustand sind. Auch der Schnappstahl hier, oh, tatsächlich sogar aus Dark Beginning, hat halt einfach leichte Beschädigungen. Das sind einfach Dinge, das ist wie eine Sollguckstelle. Also man muss halt irgendwie immer hingucken. Das fällt halt auf und stört dann meistens einfach das Gesamtbild. Das ist halt wie bei einem Kinofilm, wo einfach eine schlechte Leinwand benutzt wird oder wo irgendwelche Fehler auf dem Film sind oder so irgendwas, wo halt einfach das Erlebnis quasi trübt. Es ist halt einfach visuell nicht mehr so ein schönes Erlebnis, wie wenn eine Karte einfach in jemandem Binder ist. Natürlich auch hier wieder durchsichtige Hüllen. Auch bei mir immer wieder ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Diese durchsichtigen Hüllen sehen einfach nicht schön aus. Okay, auch hier ist die Rückseite jetzt nicht in einem optimalen Zustand. Mal schauen, wie es mit der Vorderseite aussieht. Aber ich sage immer, nehmt euch die schwarzen Hüllen, die schwarzen Seiten, die sind auch wirklich top von der Qualität her. Das sind entweder sind Sideloader oder Toploader, also wo man die Karte von der Seite oder von oben reinsteckt. Ich persönlich benutze die Toploader. Die Toploader sind allerdings ein bisschen schlechter als die Sideloader. Und ja, okay, jetzt kommt er hier mit einem Exodia-Teil. Wahrscheinlich unlimitiert, nehme ich an. Sieht vom Zustand her soweit eigentlich ganz gut aus. Ja, wie bereits gesagt, unlimitiert. Aber vom Zustand her wirklich gut. Kostet auch aktuell so ein Zehner das Stück in etwa. Ist also gar nicht mal wenig. So eine komplette Exodia mit Kopf, der natürlich noch mehr geht. Der geht dann also doch schon ins Geld, muss man sagen. Auch als Unlimitierte von der First natürlich ganz zu schweigen.
Ich finde aber, muss ich sagen, die Sortierung interessant. Das wirkt irgendwie alles ein bisschen zusammengewürfelt. Jetzt haben wir hier wieder Nummer 39 Utopia. Jetzt haben wir hier nochmal einen Trihorn Dragon, diesmal Englisch. Sehr cool. Erdgebunden und sterblicher Chachula oder wie er, glaube ich, heißt. Der ist auch relativ wertvoll. Habe ich mir jetzt auch erst bestellt, unlimitiert. Beim Rising Time. First wäre mir natürlich lieber gewesen, aber First hatte er sie nicht da. Jetzt versucht er hier verzweifelt den Blue Eyes rauszupopeln. Ah, lass den Blue Eyes doch drin, Mensch. Lass ihn doch drin. Guck mal den Zustand an. Der zerfällt ja bald zu Staub. Ach du Kacke, das wird wahrscheinlich ein SDK sein. Vielleicht so seine erste Karte, die er jemals besessen hat. Ja, wer weiß. Kann ja theoretisch sein. Es ist ja gerne solche Karten werden halt gerne aufgehoben von den Leuten aus nostalgischen Gründen. Aber ich muss sagen, die Karte ist halt vom Zustand her. Also wirklich, 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 wirklich ziemlich ramponiert. Aber die Blue Eyes gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt will er die nächste Karte rausholen. Ich merke schon, ich werde hier viel, viel, viel schneiden müssen, weil so viel habe ich gar nicht zu reden. Aber wie gesagt, die Hüllen finde ich halt mega cool. Ich selber benutze sie nicht. Ich habe zwar ein paar davon, weil ich sie mal in Sammlungen mitbekommen habe. Hier haben wir Atlantischer Dragoner. Hier in First aus dem Structure Deck. Den gibt es ja auch aus dem Astral Pack 8 in Ultimate Rare. Da ist er extrem teuer. Ich glaube, die zweiteuerste OTS Ulti, die es gibt. Oder Astral Pack Ulti, die es gibt. Eigentlich ist nur der bewaffnete, finstere, schwarze Drache. Der ist noch teurer, aber der kostet auch schon ungefähr ein Huni. So, hier haben wir jetzt wieder so ein bisschen einen Mischmasch aus allen möglichen. Hier haben wir jetzt Kurratz, der Lichtmonarch, wir haben Fluch des Vampirs, wir haben Notfallteleport, war auch mal eine sehr, sehr wertvolle Karte. Auch jetzt geht sie zum Beispiel in Ultimate Rare noch den einen oder anderen Euro. Dann müssen wir jetzt mal schauen, was haben wir unten. Superleiter Tyranno ist natürlich auch eine coole Karte, allerdings sehr schwer, Nirmend noch herzukriegen. Ja, Kurats scheint wohl in irgendeiner anderen Sprache, Albanisch oder so, so viel wie Penis zu heißen. Deswegen finden einige Leute diese Karte wohl äußerst witzig. Gibt es natürlich auch in Ultimate Rare aus einem OTS Tournament Pack, glaube ich, oder war es noch ein Astral Pack? Ich weiß es gar nicht, aber eins von beiden. Dann haben wir unten den Beschwörer, der ist natürlich auch recht cool vom Design her. Kommt ja auch aus einem dieser Structure Decks. Auch Solarwiederaufladung war auch mal schweineteuer gewesen. Necros-Spiegel, Felgrand-Drache. Also, ich weiß nicht, das Sortiersystem in diesem Ordner, also die anderen waren okay, aber wie das hier sortiert ist, was das ist mir jetzt irgendwie noch etwas schleierhaft. Da haben wir jetzt nochmal zwei Kuras, eine Arkane macht, übrigens auch sehr cool, das Light of Destruction wahrscheinlich. Federer, okay. Hier sind auch teilweise relativ krasse, ich sag mal, Random-Karten zusammen mit Karten, die ein bisschen mehr gehen. Ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass hier danach geguckt wurde, wie die Karten artwork-technisch zusammenpacken. Vielleicht kann uns der liebe Sao mal sagen, nach was genau er hier sortiert hat. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das hier wirklich ein wenig rätselhaft. Okay, hier haben wir jetzt so ein paar Sachen aus den Legendary Decks. Jinzo Lord aus Light of Destruction, ja, absolut nice. Das war so einer der ersten Support-Karten für den Jinzo. Jetzt abgesehen von Verstärker, versteht sich. Aber so nach langer Zeit halt mal wieder. Dann gab es ja natürlich noch den Jinzo Jackdaw, glaube ich, und den ganz alten Jinzo natürlich, Jinzo 7. Xsaber Uribellum, ich sehe ihn hier in Secret Rare. Sehr nice, sehr nice. Also in Secret sehe ich ihn wirklich gerne. Es ist eine wunderschöne Karte. Gucken wir mal weiter. Ja, die Tainen, die große Sphinx, die muss natürlich sein. Das ist gar nicht anders möglich. Diese Karte oder eine dieser drei Karten oder alle drei Karten müssen natürlich in jeder Sammlung sein. Also ich habe noch nie eine Karte gesehen, die so oldschool ist und trotzdem so weit verbreitet, gleichzeitig aber unbeliebt und immer in einem guten Zustand zu finden ist. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Also da muss ja eigentlich beinahe schon jeder, der damals in den Film gegangen ist, nicht nur ein Päckchen bekommen haben, sondern tatsächlich eine ganze Schubkarre voll. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also der Markt ist immer noch nach all der Zeit so dermaßen geflutet von der Karte, das ist nicht mehr normal. Die kriegst du überall hinterhergeschmissen und die Karten sehen episch aus. Sie sehen alle drei episch aus. Es ist eigentlich so ein richtig schönes Sammlerobjekt. Auch aufgrund der Tatsache, dass es sich halt wieder um so eine Art Trio handelt. Aber irgendwie kommt diese Karte, also der Markt wird einfach nicht dünner. Seedrachenlord, den finde ich übrigens auch recht cool. Jetzt haben wir hier wieder so ein. Jetzt haben wir zum Beispiel hier T'Lyra, die Sphinx. Warum die jetzt nicht zusammen mit Tainen ist, verstehe ich zum Beispiel nicht. Also die Sortierung ist mir doch recht schleierhaft. Wie man das jetzt. Was macht er denn jetzt? Achso, verstehe.
Okay, also wie er das, wie das jetzt gedacht ist, so, da habe ich jetzt gar keinen Bezug zu, da kann ich auch nicht viel sagen. Also ich finde es ein bisschen verwirrend. Jetzt holt er wahrscheinlich noch den anderen raus, den muss er auch noch irgendwo anders drin gesteckt. Ja, dachte ich mir, Andros Wings, natürlich. Wie bereits gesagt, das Trio sieht man halt tatsächlich überall, sind natürlich relativ epische Karten an der Stelle. Ich finde auch die Matte im Hintergrund, ehrlich gesagt, richtig cool. Aber ja, man erkennt jetzt auch relativ wenig auf der Seite. Ich kann hier gerade nicht allzu viel zu sagen. Seelenleine, Verwandlungskrug. Also hier sind jetzt wieder so ein paar Hidden Arsenal Sachen mit Gold Sachen und Number Hunters. Also ich weiß nicht. Ich finde, also die ersten beiden Ordner fand ich von der Sortierung hier ein bisschen besser. Dieser Ordner, der wirkt auf mich. Au, was ist denn mit der Karte passiert? Auslöscher des Bösen. Was hast du denn damit gemacht? Alter. Nee, auf jeden Fall, die Sortierung finde ich hier tatsächlich so ein bisschen willkürlich. Wirkt so ein bisschen ausgewürfelt, wenn man so möchte. An und für sich natürlich schöne Karten. Maximum 6, natürlich ein absoluter Klassiker. Zombie, wow. Wow, ja, auch cool. Oh, Speerkäfer packt tatsächlich. War das jetzt die Super oder die Secret? Aber ich glaube, das war die Super, ne? So, dann geht's weiter. Ich sehe einen komplett ramponierten dunklen Magier. Ich sehe Gishki Kette Secret Rare war mal zu ihren Anfangszeiten eine Menge wert, mittlerweile nicht mehr. Aber die war mal relativ teuer. Raijin, auch eine coole Karte, die man relativ selten in Sammlungen sieht. Aus der Legendary Collection in Red Eyes. Den Red Eyes gibt es über. Au, was ist denn mit. Ah, ich kommentiere es besser nicht. Also bei dem Red Eyes gibt es ja auch unterschiedliche. Färbungen des Hintergrunds, den, wo wir oben sehen, den gibt es auch mit grünen Wolken im Hintergrund, wo ich ihn auch wesentlich geiler finde. Und natürlich zum Schluss, absolute Klassiker, ja natürlich, die dürfen ja nicht fehlen, die Götterkarten. Ja, die müssen in jede Sammlung, Leute. Früher war das natürlich was Besonderes, wenn man sie hatte. Heute ist es was Besonderes, wenn man sie nicht hat. Weil diese Karte einfach dermaßen hart overprinted wurde. In so ziemlich jeder Yugi-Tin, in jedem Legendary-Decks gab es irgendeine Version von den Götterkarten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob spielbar oder nicht. Und dann wurde ja die Legendary Collection 2 auch noch neu aufgelegt. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ringordner gewesen an der Stelle. Dann haben wir hier noch ein. Ja, was haben wir denn hier? Eine Box mit Random-Karten, Random-Commons. Sieht jetzt vom Zustand her auch alles nicht mehr so prickelnd aus. Ich glaube, da sind noch leere Hüllen am Start. Hat er da dann. Und ich glaube, OVP-Packs waren auch noch am Schdissel. So, dann haben wir hier noch ein Random-Common aus PSV. Ja, ist auch ein sehr schönes Artwork. 1000 Eyes Idol. Auch eine recht coole Karte, war ja damals das Trio 1000-äugiges Opfer aufgegeben und eben diese Karte wurde ja mittlerweile durch das Millennium-äugige etc. erweitert. Elementar halt Schattennebel. Okay. Ah, Täuscherfrosch oder Täuschungsfrosch, auch cool. Verwandlungskrug aus STBL, die sehen jetzt auch vom Zustand her natürlich ein bisschen besser aus. So wie es aussieht, war es das nun gewesen. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt zu einem Fazit und dann werde ich euch meine Meinung zur Sammlung und natürlich zum Kanal sagen. Ja, wir kommen zum Fazit. Zunächst einmal möchte ich ein bisschen auf die Sammlung eingehen. Die Sammlung an sich ist zumindest anfangs gut sortiert gewesen. Der erste Binder oder sogar die ersten zwei Binder waren eigentlich recht schick aufgebaut. Der letzte Binder war wirklich sehr, sehr chaotisch. Da weiß nicht, den fand ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich schön aufgebaut. Die Artworks haben teilweise nicht wirklich gut zusammengepasst. Nichtsdestotrotz war das eine relativ nette Sammlung mal zum Angucken. Die Zustände waren teilweise natürlich auch ein Trauerspiel, aber ihr kennt mich, ich bin da ja ziemlich pingelig. Andere würden das jetzt vielleicht weniger eng sehen. Aber an sich, ich fand halt wirklich diese Retro-Pack-Sammlung sehr, sehr schön aufgebaut. Oben die schönen Ultras, die auch alle wirklich in einem guten Zustand waren. Dann unten die drei schönen Retro-Packs Blue Eyes. Und ja, dann ging es eben zumindest themenspezifisch weiter. Alles schön Playset-weise, zumindest das meiste. Und ja, ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war dann auch einer meiner Lieblingsordner. Der zweite war auch cool mit dem Ultimate Rare Red Eyes
Black Metal Flame Dragon oder wie er hieß. auch eine sehr coole Karte. Sieht in Ultimate Rare sehr, sehr schön aus. Ist ja auch, glaube ich, seine Lieblingskarte, wenn ich mich da recht entsinne. Und es war halt wirklich alles wirklich, wirklich schön. Wie gesagt, nur der letzte Ordner, der war halt, ich weiß nicht, irgendwie komisch aufgebaut. Da waren dann ein paar Doppelte drin. Die eine war auf der ersten Seite, die andere auf der fünften Seite. Nicht wirklich zusammen, nicht wirklich kompakt. Das wirkte auf mich eher so wie ein schlecht sortierter Tradebinder. Muss aber ihm gefallen, ganz klar, das ist jetzt halt nur meine subjektive Meinung. Von der Videoqualität her ist natürlich vollkommen klar, dass das Handyqualität, das ist jetzt nichts Berauschendes. Es war allerdings auch nicht fürchterlich oder so. Was ich halt cool von der Umsetzung fand, war, dass er das alles schön langsam gemacht hat. Das heißt, ich konnte eigentlich so viel quatschen, wie ich wollte. Musste halt das Überflüssige am Ende wegschneiden, wenn er zu lange gebraucht hat, um eine Karte zu zeigen. Das war eine Sache, die war zum Beispiel bei Sammelkrist ein bisschen schwerer. Das war gar nicht so easy, weil er halt dann an manchen Stellen doch ein bisschen zu schnell durch ist. Wobei er es auch gut gemacht hat. So in der Regel ist man da auch gut mitgekommen. Aber es gibt halt auch Leute, die gehen da zack, 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 zack durch. Und da ist es dann doch ein bisschen schwierig, da was zu sagen. Auch wenn ihr mal eure Sammlung auf meinem Kanal vorstellen wollt, entweder indem ihr sie selbst vorstellt oder indem ihr sie von mir kommentieren lasst, immer schön gediegen, ohne Eile. Lieber einen Binder in 20 Minuten vorstellen als fünf Binder in 20 Minuten, wo es dann halt einfach zu schnell geht, weil man da versucht, so viel wie möglich in 20 Minuten durchzuklopfen. Es gibt übrigens kein Zeitlimit, ihr könnt euch auch eine Stunde Zeit lassen. Wie gesagt, das ist vollkommen okay. Vom Wert her, ja, besonders wertvoll war der Binder oder die drei Binder jetzt nicht. Natürlich waren einige Einzelkarten dabei, die was gehen, zum Beispiel der Black Flare oder halt auch die Retro Pack Ultras, der Magier, Raigeki, aber die breite Masse war halt auch aufgrund ihres Zustandes teilweise einfach nichts wert. Also ich würde mal sagen, die Sammlung befindet sich, also was wir hier gesehen haben, im niedrigen dreistelligen Bereich. Eine genaue Zahl will ich jetzt nicht nennen, auf jeden Fall niedrig dreistellig, also so zwischen 100, 250, sowas in der Richtung maximal. Wobei 250 meiner Meinung nach schon relativ hoch gegriffen sind. So, zu der Umsetzung des Videos. Es ist halt so, er hat natürlich auch einen YouTube-Kanal. Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich persönlich habe ihn noch abonniert, weil ich einfach ein Interesse daran habe, zu gucken, wie es denn bei ihm weitergeht. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass sein YouTube-Kanal extrem ausbaufähig ist. Er hat Videos, wo er seine Sammlung zeigt. Das ist eher so eine Art Dia-Show. Wenn er mal ein Video macht, in dem er spricht, verzerrt er seine Stimme. Und wenn man seine Hände sieht, wie auch hier in dem Video, dann trägt er Handschuhe. Er begründet das Ganze damit, dass er irgendwann mal mit seinem Abonnenten ein Fan-Treff machen will. Und er will dann da irgendwie eine Schnitzeljagd machen, wo die Leute ihn so finden, sage ich jetzt mal. Und er meint halt, ja, wenn die Leute seine Stimme kennen würden, dann würden sie ihn ja sofort erkennen. Oder wenn er irgendwas an seinen Händen hätte, ein Tattoo oder so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Ich finde es furchtbar albern. Das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, das ist wirklich ganz, also das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist auch was, wo ich jedes Mal, wenn ich mal so ein Video sehe, wo sowas vorkommt, wo ich mir dann denke, oh, muss das sein? Aber okay, es ist seine Sache. Wenn er das so machen möchte, dann soll er das tun. Auch wenn ich da sagen muss, dass ich so ein bisschen die Logik hinterfrage. Denn wenn er jetzt einfach mit seinen normalen Händen was auspackt, wer soll ihn denn an seinen Händen erkennen? Ja, und wenn er da ein spezielles Tattoo hat oder irgendeine Verätzung oder so, was ihn da großartig entblößen würde oder halt, ich sag mal, erkenntlich machen würde bei so einer sogenannten Schnitzeljagd, ja, dann könnte er halt einfach an dem Tag dieser Schnitzeljagd Handschuhe anziehen. Ja, irgendwelche coolen Lederhandschuhe oder so, irgendwas, was halt nicht so sehr auffällt. Und aber es ist wie gesagt seine Sache. Ihr könnt mal vorbeischauen, müsst ihr entscheiden, ob ihr ihn abonnieren wollt. So, ich kann an der Stelle keine klare Abo-Empfehlung aussprechen. Es ist ja immer relativ individuell. Ja, ich muss halt wirklich sagen, so der Content, den er aktuell bringt, der ist halt so vom ganzen vom Qualitativen her noch eher auf einem niedrigen Niveau. Es kommt auch nicht häufig was. Nichtsdestotrotz, ich habe ihn abonniert. Ich verfolge ihn auf jeden Fall weiter. Ich gucke mich, in welche Richtung er sich entwickelt. Ganz besonders wichtig. Und er ist natürlich auch ein sehr, sehr treuer Zuschauer, wo ich mich wirklich an der Stelle auch bedanken muss. Also es gibt eigentlich keine Premiere, wo er nicht mit dabei ist. Es gibt kein Video, wo er nicht drunter kommentiert, wenn er denn mal in der Premiere nicht dabei war. Also wirklich auch ganz, ganz vielen, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle an dich. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwer,
diese harte Kritik an der Stelle jetzt bezüglich des Kanals auch auszusprechen, aber es bringt, glaube ich, niemandem was, wenn ich das Ganze schöne. Vielleicht arbeitest du ja mal ein bisschen dran. Ne? Gut, wenn ihr Lust habt, eure Sammlung hier vorzustellen, entweder ihr seid YouTuber, also YouTuber, habt einen eigenen YouTube-Channel, könnt ihr gerne trotzdem eure Sammlung hier vorstellen, der wird dann in der Videobeschreibung verlinkt, ihr könnt euch selbst entscheiden. Wollt ihr das selber kommentieren, wollt ihr es von mir kommentieren lassen? Merke, kommentiert ihr das selber, wird das Video wesentlich schneller hochgeladen, muss ich das kommentieren, wird das Video natürlich hinter andere Videos angestellt, die ich zuerst bearbeiten muss. Und auch wenn ihr keine YouTuber seid, wenn ihr einfach nur Sammler seid, die mit YouTube eigentlich gar nichts am Hut haben, dürft ihr dennoch eure Sammlung auf meinem Kanal vorstellen. Auch das ist kein Problem. Da fällt dann natürlich eine Kanalbewertung weg, da ihr ja keinen Kanal habt. Das soll es an der Stelle gewesen sein mit dieser Folge Commented Collection. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.